gibt keine Ausschneidung. Nein, flach. Einfach flach. Na gut, einfach flach. Sind noch zusammen, die Vivian hat schon ein bisschen abbrechen lassen müssen, aber ich denke, das ist sinnvoll, dass jedes Gliederin hier in ihrem eigenen Tempo das Rennen angeht. Und es ist doch wie lange, 5000 Meter auf der Bahn, zieht sich hin. Und wenn ich weiß, dass ich das Rennen vielleicht nicht gewinnen kann, warum nicht dann hinten in Ruhe mein eigenes Rennen fahren als Trainingslauf. Vivian, was ist mit dir? Weiterlaufen oder aufhören? Ende? Okay. Du darfst weiterfahren, wenn du magst. Okay, also mag nicht. Dann Rennen beendet. Die anderen vier laufen weiter. Ich würde ja sagen, abbrechen den Bummel und Neustart. Ich habe das nicht.
Hey, das ist ja nicht ja, und jetzt schauen wir uns auf die Rundentafel, wenn sie vorbeikommen, noch 11, also fast die Hälfte, die Hälfte des Rennens ist schon geschafft, 25 Rennser. Also noch 11 Runden, noch 2200 Meter. Und ja, das sind alle vier noch schön zusammen. Einmal die Rundung von der Monika Sick geschafft. Sie muss natürlich noch eine Runde weiterlaufen als die anderen. Aber das kriegen wir hin, das haben wir einen Blick. Und schauen wir mal vorne. Jetzt sieht es doch mit zwei Gruppe ab. Geh nach hinten! Ja, die Fahrer Scheuer. Spitzenduo, Diana und Isara, und das dahinter die Melina und eine Runde zurück die Monika. Sarah! Komm, ja, lass sie! Komm, dranbleiben! So, jetzt geht's in die Schlussrunde und da hat die Diana eine kurz angezogen und ist mit der höheren Geschwindigkeit auch in die Kurve gegangen. Und hat die Sarah da dann innerhalb von knapp 100 Metern ja deutlich auf den zweiten Platz verwiesen und holt sich hier den Sieg. Also Platz 1 für Diana Schlieper, Platz 2 für die Sarah Scheuer, Platz 3, wenn sie jetzt ins Ziel kommt, für die Melina Steffens und noch eine Runde für die Monika Sick, letzte Runde.
Die letzten 200 Meter, auf geht's. 200 Meter noch. Und der Zieleinlauf von der Monika Jawoll, herzlichen Glückwunsch. Bei den Herren müssen wir jetzt dann schauen, wie viel es noch sind. Vorhin waren es ja 18. Nachdem der Heiz ausgefallen ist, 17 oder weniger. Müssen wir schauen. Also wenn es 16 sind, das kann ich euch schon verraten, dann gibt es in der Runde eine Ausstellung. Tauschen wir? Ja.